Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Battlefield 4. Wir machen heute mit der Challenge weiter, dass ich mir eine Waffe aussuchen werde. Ich schließe jetzt die Augen und diese Waffe nehmen wir. CZ3A1. Alles klar, wollen wir doch mal auf der Map. Sturm auf Paracel spielen wir. 100 Tickets, Team Deathmatch mal wieder. Mal wieder ist gut, letzte Folge war auch Team Deathmatch. Und ja, mal sehen, was wir mit der Waffe heute reißen können. Heute ist ja auch der Pionier am Start. Ja, ich bin mal gespannt. Bis jetzt reißen wir hier gar nichts, außer... Oh, shit, ey. Die Waffe ist dann doch nicht so genau, wie ich dachte. Ja, Tick-Tack-Taktik. Tja, der schimmelt da erstmal ein Ründchen, der Kollege. Ach, hier ist gar keiner so weit. Okay. Dann machen wir uns doch mal auf die Suche. Nach ein paar Gegnern. Wäre auch dafür, dass ich auch mal welche killen könnte. Alter, was mit denn da mit der Waffe, ey? Wie lang... Muss ich denn da eben ziehen, dass ich den gekillt kriege? Oder dann muss ich da drauf sein? Das ist ja schon... Krasser Shit, ey. Revanche. Nicht hier die ganze Zeit am Campen sein, das ist... Wow! Alter, der war aber richtig schnell dann drauf. Schneller als mein Schatten. Huh. Beitreten, go go Gadget. 1915 im Moment, aber wie wir aus der letzten Folge wissen, kann sich das Blatt sehr schnell wenden. Wenn ihr es nicht gesehen habt, könnt ihr gerne noch mal vorbeischauen. Und ich bin auch hier wieder der Aiming Boss, ey, das ist unfassbar. Dankeschön für diese Reanimation. Hallo Gegner. Da. Eieiei, wie die Waffe verzieht. Das ist... Oh, what the fuck? Na gut. Wie stehen wir dann? 3-3 gleich? Naja, ist okay. Ich sage ja eigentlich immer, ist okay, aber... Könnte besser sein. Habe ich auch recht, ne? Nach oben sind keine Grenzen gesetzt. Boah, ich komme mit der Waffe nicht klar. Die zieht so krass nach oben, ne? Boah. Junge. Fritte Morgen. Ja. Was haben wir jetzt? 3-4. Hey, das war doch gar... Ach nee, doch nicht. Wäre meine Nate gar nicht so weit geflogen. Hi. Hi, hi. Was geht denn ab? Was geht denn ab hier hinten? Was geht denn? Nicht hier rumschimmeln. Go into the action. Ja. Nein! Huh. Easy. Nein! Mann, um den wollte ich mich jetzt kümmern. Jawohl, hier habe ich wieder ein paar Kills aufgeholt. 7-5 jetzt? Nein, er hat ihn revived. Nein! Mann, schade eigentlich. Aber okay, hier können wir ein bisschen auf das Haus ballern. Haben ja den Kollegen Pionier am Start. Holy shit. Eat it. Okay.
Eieiei. Das Aiming hier wieder. Aiming ist wieder unbeschreiblich gut. So, wo sind die denn jetzt alle hier? Was haben wir? 9,5? Wo hänge ich denn jetzt fest? Hier an einem Stein? Mr. Stein, so lassen Sie mich gehen. Nein! Was kann nicht sein? Ich dachte doch, dass der da vorläuft, den ich hinten gesehen habe, wäre das. Und dann, ja, dann war dann doch noch ein anderer mit bei. GG. Well played, guys. Good game. Das ist meiner. Schizikowski, sag ich da mal. Da ist einer am Schimmeln. Ja, genau, ey. Von wo? Von überall wird man hier beballert. Überall kommen die Patronen und schlagen nebeneinander ein. Ach, genau. Oh, der steht auch die ganze Zeit da hinten, oder was? Ja, nee, du. Nee. Wow! Ja, die kommt auf einmal da wieder einer hoch und lunzt da raus. Genau, wenn ich da lang laufe, mit so wenig HP, ne? Ärgerlich, ärgerlich. Aber da macht man natürlich rein gar nichts gegen, leider. Leider. Oh, hier ist wieder Action. Eieiei. Ich dachte schon, dass ich ihn nicht gekillt kriege. Nein! Jawohl, hier, Last Kill mit der Deagle. So gehört sich das hier. 100:68 gewonnen. Ich glaube, unsere Stats müssen sich auch noch gut verändert haben. 14,7. Eine KD von 2,0. Das ist auch schön. Oder? 2,0? Ich glaube schon. Naja, keine Ahnung. Doch, ich glaube 2,0. Ja. Auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Zuschauen. Freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder eingeschaltet habt. Und ja, bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt. Und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.